Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus Die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir werden jetzt hier den Bahnhof ansetzen, den wir haben wollen. Und ich muss mal hier bei den Blaupausen, glaube ich, ein bisschen was ausmisten, wo ein bisschen Quatsch dabei ist. Aber das kriegen wir auch noch hin. Da sammelt sich gerade schon wieder alles an hier. So, ich suche aber eigentlich was ganz anderes in meinem Inventar und finde es nicht. Genau, ich habe die Kisten gesucht. So, die Kisten habe ich nicht. Die Kisten müssen aber hier unten liegen, ne? Hier unten in der Dings müssten die großen Container drin liegen, die ich jetzt brauche. Da hatte ich eigentlich mehr als genug von. So, was ist hier los? Alarmmeldung. Achso. Da. Da müssten die drin liegen. Mit ein bisschen Glück. Müssten noch große Container drin liegen. Und ja, wir haben Glück. 10 Stück haben wir noch. 18 Stück insgesamt hier. Gut. Okay, aber Moment mal, was ist denn da noch drin Schönes? Da sind ja filternde Fastgreifer einmal drin. Nö, die nehme ich doch mal mit. Das ist doch idiotisch Standard. Komm, dann nehme ich gleich alles mit, ja. Wenn ich schon habe, zack. So, kann ich ja oben nochmal im Lager hinschmeißen, falls ich denn jetzt sowas bauen will. Aber die greifen ja eh bei mir auch aus. Oder können ja bei mir auch ausfassen. Ich glaube, so nennt man das offiziell, ne? Ausfassen? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Fass. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 von den wunderschönen Dingen dazwischen. Okay. Das heißt, jetzt muss ich mal ganz kurz, ich will mal ganz kurz ausmessen hier. Wie viel passen denn genau dazwischen? So. So. Und ab dann geht es dann nicht mehr. Das heißt also, okay. Wo haben wir denn da die Mitte? Ziemlich genau hier ist die Mitte denn, ne? Ach, ich kann die Karte hier nicht drehen. Mensch, verdammt. Hier habe ich aber zwei Platz gelassen. Das ist ja blöd. Da müsste jetzt einer Platz sein dazwischen. Ah, warte mal. Ach, ja. So, hier ist auch einer Platz dazwischen. Und hier unten, wie haben wir es da gemacht? Einer dazwischen, einer dazwischen, keiner dazwischen. Und hier oben ist einer dazwischen. Aha, das ist natürlich auch noch. Ich will mal ganz kurz die Mitte ausmessen. Ich hätte es wahrscheinlich wesentlich einfacher haben können, aber gut. So, also die Mitte ist genau dann ein Container hier. Das ist genau die Mitte. Das heißt, wir müssen dann 3 nach oben. 1, 2, 3. So. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier mit dem Gleis langkommen. Natürlich nicht. Gut, dann gucken wir mal, wie wir hier am nächsten rauskommen. Wo kommen wir denn am besten raus? Dann gehen wir hier raus. Vorsicht, Katze. So, und dann fahren wir hier bis hinter dieses Signal und da fahren wir dann wieder rein. Dann sieht das doch schon mal ganz gut aus. So, gut, 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 gut. So, jetzt bauen wir den Kanister dann dahin. Und der kommt dahin. Dann kommt da noch einer drunter und einer drüber und dann müsste das eigentlich passen hier. Und dann sind die einigermaßen mittig, die Container. Und dann sieht das vielleicht mit dem Förderband ein bisschen schöner aus, was wir von den Containern wegführen. Das ist quasi sozusagen Sinn und Zweck der Angelegenheit gewesen. Wir brauchen bloß Fahrstapelgreifarme. Ist das Fahrstapel, was ich jetzt habe? Fast Filter. Ah, Fast Stapel haben wir gar nicht so viel. Aber die müssen ja nicht gefiltert werden hier. Das heißt, da müssen wir mal wirklich mal anfordern. Fast Stapel Greifarm hätte ich ganz gerne. Ja. So. Die müssten auch instant auf dem Weg sein. Also von daher, das sollte klappen. Gut. Die kommen dann hier irgendwann an. So, dann brauchen wir hier einen Bahnhof. LTN-Bahnhof habe ich keinen mehr in der Tasche. Das ist natürlich auch nicht schön, aber ich kann noch einen machen. Na gut, dann ist ja gut. So. So viel Zeit darf sein. Jo, passt auch von der Ausrichtung her, dass es genau da dran passt. Sehr gut. So, dann brauchen wir hier diesen LTN-Klotz noch. So. Und dann kann das hier losgehen. So, dann brauchen wir Stromleitung. Einmal hier, einmal dort. Wunderschön.
Dazwischen stationieren. Lampen machen wir auch hier dran. So. 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 Und hier hinten natürlich noch den Strommast mit hin. So, dann nehmen wir uns ein bisschen Energie. Wo nehmen wir die Energie her? Die nehmen wir natürlich von hier oben. Weil es einfach geht. So. Gut, dann haben wir den Strom. Oder die Stromleitung. Die müsste, warte mal, ist die auf der Höhe? Ne, müsste einen höher. Damit die uns dann nicht im Weg ist, wenn wir da irgendwelche Förderbänder hier hochlegen. Gut, hier hinten rauslegen müssen wir natürlich wieder mit Filtern und Stapelgreifarm fast. So. 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 Und so. Und dann machen wir aber hier zwischen. Machen wir quasi die Geschichte noch hin. Aber jeweils nur zwei. So, dass die das dann durchladen lassen da. Und dann machen wir grünes Kabel vom an den Mast dran. Oder nee, machen wir an den Mast dran, ne? Den Mast dran. Dann hier nach da, nach dort, nach dort. Dann brauche ich rotes Equipment-Kabel. Und mal so. So. Gut, dann brauche ich zwei Mittel. Vermittler hier zwischen, die quasi dann hier mit dem grünen Kabel dran gehen, genau. Einen für die Kohle und dann einen für die Dings. Da müssen wir einen auf der Seite legen. Dazwischen kann ich ihn nicht legen, ne? Ne, das passt wieder nicht. Mist. Brauche ich noch so eine Kiste? So. Eine brauche ich noch. So. Die geht rein dann, genau. Der kriegt hier die Verbindung auf außen. Der kriegt die grüne Verbindung von dem mit. Der kriegt hier eine grüne Verbindung außen. Und der kriegt die grüne Verbindung von damit. So, der nimmt gucken, dass wir die Kabel gut verlegen werden. Also dass wir dann hier wirklich dann von dem bis dahin kommen irgendwie drüber. Also dass der die ersten beiden hier anspricht, die ersten beiden anspricht und die ersten beiden anspricht. Mit grüner Schlitze und dass die grüne Litze quasi mit der anderen grünen Litze sich nicht kreuzt. So. Und der hier, der muss dann da hinten rein. Hier mit anbinden, so. Huge. Das sieht schon mal ganz fies aus, aber es könnte funktionieren, ne? So, hier können wir jetzt mal ganz kurz. Ach, da guck mal, da haben wir angeliefert, sehr gut. Hier können wir mal ganz kurz den nehmen und pappen den hier mal in der Mitte drauf.
damit die schon mal richtig schief gucken. Und das auf die richtigen Förderbänder legen. Die müssen bloß die Filter anpassen von den Farben. So. Und die kriegen gefiltert das Material. So, das heißt, der liest das Material aus. Plus 20.000. Und der rechnet das Material in Signal schwarz durch 4. So. Dann liest er nämlich hier an der ganzen Leitung, an der grünen Leitung, liest er das ja aus, was für Material er hat. Genau, dann, er rechnet ein bisschen was drauf, er teilt das und die arbeiten dann halt mit dem Filter. Wenn hier unten muss ich nochmal die Aktion machen, wenn das kleiner schwarz. Dann pappen die das rüber. So, okay, der hat. So, der macht Kohle, also der macht erstmal dann Kohle. Ich weiß gar nicht, was für Materialien ich alles brauche, ne? Das fällt mir gerade so ein nebenbei. Das habe ich noch gar nicht durchkontrolliert. Aber egal, das kriegen wir raus. Also ihr müsst eigentlich, Charcoal müsst ihr anlaufen lassen wollen. Das weiße Zeug, das hellblaue Zeug und den Katalysator. Ich glaube, die vier Sachen brauche ich hier. Ne? Ja. So, dann bauen wir jetzt hier an. Kohle. Charcoal ist hier drin. Ja. Charcoal plus 20.000. Was hat der Teiler hier? Hier ist der Teiler. 4 festlegen, geteilt durch, gibst du raus als Signal schwarz. So. Ausgangssignal ist schwarz und du guckst mal hier dann. Filter ist Charcoal und Charcoal kleiner als schwarz. So. Gehen wir hier mit drauf. So. Warte mal. Ah ja, die Kabelverbindung ist falsch. Okay, Moment. Ihr müsst natürlich nicht von dem Container ausgehen. Sondern ihr müsst von dem Container ausgehen. Das muss ich mal drüber gucken, ob ich das drüben auch falsch gemacht habe. Muss natürlich vom Ziel ausgehen. So, dann müssen wir drüber gucken, ob ich das da auch falsch gemacht habe. Nee, da habe ich das Ziel immer angeschlossen. Ja, die stehen ja auch andersrum. Das heißt, der Bahnhof liegt ja hier andersrum drin. Deswegen ist das da richtig rumgewohnt und hier jetzt gerade falsch rum. So, gut, dann haben wir die Materialien hier. So, dann musst du jetzt hier Material Filter ausbauen. Nee, wo war denn hier? Da. Katalysator, das machst du und du bist Kohle. So, wo wir das hätten spiegeln können, aber egal. So, dann bist du, wir müssen ja mal gucken, was brauche ich jetzt nochmal ganz genau. Ich brauche hellblau, genau. 30 hellblau, 30 weiß und 15 Katalysatoren. Um 60 davon rauszukriegen und 15 davon aufzustellen. Wir werden ein bisschen mehr aufstellen, aber gut, das ist was anderes. Das kriegen wir dann hin. Also, du wirst also hellblau. Ah ja, dann guckt er natürlich auch in die falsche Richtung. Steuerung Z. Geht leider nicht. Nee, das ist nicht gut. So. Dann machen wir dich jetzt so. Hellblau. Kann ich da eigentlich rauslaufen? Ah ja, dann geht das aus. Okay, gut. Das wollte ich mal kurz probieren, ob das funktioniert, ob ich dann
denn über Kilometer das dann trotzdem irgendwie beeinflussen kann. So, weiß. 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 Noch mehr weiß und ganz viel weiß. So. Schön. So. Dann haben wir das jetzt erstmal. Dann brauchen wir hier die Stapelgreifarme Fast. Ich keine Ahnung, warum da jetzt nur 30 Stück bei mir angekommen sind. Ich hätte gedacht, dass ich mehr davon kriege. Aber vielleicht sind nicht mehr verfügbar, oder? Auf dem Weg sind 35, lieferbar 36. Na, das ist doch gut. Das ist doch gut. So, dann brauche ich jetzt Förderbänder, die hier abtransportieren, die das abtransportieren, die das abtransportieren, die das abtransportieren. Dieses hier, jenes hier, das hier und das Material. Kennen wir ja schon alles. So. Kohle legen wir wieder in die Mitte, so wie auch den Katalysator, weiß ich nicht. Ja, wir werden ja auch einen anderen Aufbau wählen. Wir werden jetzt mal ganz kurz hier. Also wir lassen das hier für Förderbandgeschichten zum Sortieren, dass wir die Sachen an die richtige Stelle bringen. Und das hat er für den Balancer dazwischen bauen und sonst irgendwas dergleichen. Ne? Das lassen wir da erstmal dafür offen. So, deswegen machen wir jetzt erstmal hier ganz stumpf die Förderbänder davor, damit wir wissen, wo die Förderbänder herkommen. Hier fehlt irgendwie noch eine Verbindungskabel. Hä? Hatte ich nicht hier einen... Und hatte ich nicht hier einen... Das ist noch alles da, ne? Hä? Die sind beide auch nicht hier unten drin, ne? Also. Ja, bin ich deppert oder was? Wer sind die Dinger denn? Kombinator. Einfach weg. Hä? Okay, gut, ja, da. Na gut, kann ja mal passieren, sowas. Gut, dann würde ich ganz gerne. Also, ich glaube, ich kann mir keine anfordern, oder? Kann ich welche anfordern davon? Kombinator für Berechnung. Auf dem Weg einer. Achso, irgendwo sind die hingekommen. Eieieiei. Das ist ja geckig. Oh, Entschuldigung, ich habe das Mikrofon gerade angedotzt mit der Schulter. Weil ich gerade ein Haar auf dem Monitor gesehen habe und das wegmachen wollte. Also ein Haar. Nicht kein Haar, also nicht den Buchstaben, sondern das Gestrüpp auf dem Kopf. So, naja, gib mir mal ein paar hierher. Ich glaube, ich kann mir da draus. Können wir daraus den Draht selber machen? So, das soll mal ein paar produzieren. Das ist ja mal wieder sehr interessant gewesen. Wieso zum Teufel? Das ist ja ein Ding. Sind das durch meine Steuerung Z? Sind die wahrscheinlich weggeflogen, wa? Sind die auf Abriss gegangen, weil ich die gebaut hatte als letztes? Ah. Ja, und dann hat sich ein Roboter gedacht so, ach guck hier, will er abreißen lassen? Nuklo, nehme ich mit.
Und Rohr weg. Top-Rohr einfach weg. So. Also nochmal die ganze Gacke. Na, Gacke nicht, aber die ganzen Dinger hier hinbauen. So. Und so. Und dann müssen wir es mal verkorbeln hier. Du musst ans grüne Netz ran. Dreh dich mal um. Du musst ans grüne Netz ran. So. Dreh dich mal um. Grüne Netz. Hab ich gerade gewundert, hey, warum sind denn die hier ohne Kabel? Muss ich ein Kabel ziehen? Und ich finde, hey, wieso steht denn der so rum? Komplett massiv verwirrt. Das muss der für die Dings sein hier, für die Katalysatoren. Plus 20.000. Achso, muss ich mal da unten in das Feld gehen. Ausgang Katalysator. Und du machst Katalysator plus. Nee, nicht Katalysator, aber plus 20.000 passt schon mal. Kohle. Und gibst Kohle auch aus. So, jetzt müsste eigentlich hier irgendwie dann dadurch in dem grünen Netzwerk jetzt sich hier, na gut, das geht über kein Mast, das können wir nicht mehr sehen, aber 20.000 Kohle Eingang und 5.000 Ausgangssignal. Gut, das ist schon mal richtig. Und dann kommt ja nachher ein grünen, der hier zu, der minus 20.000 da drauf zählt und dann ist ja das Netz quasi leer. So, gut, alles klar. Dann hätten wir den ganzen Kladderadatsch ja schon mal und den Kabelsalat. Theoretisch könnten wir ja den hier anliefern lassen, wenn wir wollten, ne? Das heißt, ich müsste jetzt hier sagen, du bist ein Anforderer im Netzwerk 1. Anfrage, Grenzwert sind 10.000 Einheiten. Passt das? Passt auf jeden Fall. Stapel machen wir dann 50. Das müsste dann sich damit pari pari sein, weil immer 200 im Stapel drin sind. Anfrage, Priorität lassen wir so. Minimale Zuglänge ist 3. Maximale Zuglänge ist 5. Zuglimit ist 1. Also maximal, na, machen wir 2 Züge. So. Dann das. Wir brauchen das. Wir brauchen das. Und wir brauchen das. Und zwar brauchen wir das 20.000 Mal. Das auch. Meine Minustaste habe ich falsch schon mal auf meine Tastatur aufgebaut wieder. Triggert mich gerade. So. So. Und Jan kommt jetzt hier, Kamerad. Grünes Kabel kommt damit dran und dann da dran. Und dann müsste er jetzt loslegen und müsste 20.000 Charcoal hier herbringen mit einem standardmäßigen Zweierzug. Und die sollte sich dann hier verteilen und dann sollte die hier auch schon auf dem Förderband dann nachher liegen. Aber das sind noch wieder 1000 andere Sachen, die denn da passieren können. So, okay. Dann haben wir ja gesagt, den Bereich lassen wir frei, halt für, ne, etwaige andere Sachen. Und dann fangen wir hier an mit der Produktion, die Planung. Guck, da kommen die beiden angeflogen, diese wunderbaren Namen. Die kleinen Schlingels, die böse, böse, böse Roboter. Muss man ja mal sagen, böse, böse Roboter. So, minus 20.000, genau, jetzt müsste hier genau 0 ankommen und er müsste 0 ausrechnen, ne, an dem Teil. Und hier müsste auch 0, 0 quasi sein. Und dann, wenn die ersten Sachen hier oben ankommen, dann kann das ja schon vielleicht ein bisschen besser funktionieren. Sowas bringen sie mir alles. Bringen mir alles tolle Sachen. Bin begeistert. Förderbänder hätte ich gerne 200 mittlerweile im Lager. Oder bei mir im Inventar. Kann ich Logistik da drauf klicken? Achso, hier unten muss ich das eingeben, ne? So, Haken dran. Sollte dann noch da direkt noch ein bisschen mehr auf dem Weg sein. Über 3000 davon sind lieferbar. Also von daher, da geht was. So. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.